Schleusung aufgedeckt. Am Samstagabend wurde auf dem Autohof Hartham in der Gemeinde Neuhaus am Inn eine Personenschleusung aufgedeckt. Ein türkischer Lkw-Fahrer wurde auf Klopfgeräusche in seinem Auflieger aufmerksam. Die verständigten Polizeikräfte begannen mit Hilfe der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mittig mit der Suche nach eingeschlossenen Personen in dem mit hunderten Paketen beladenen Lkw-Auflieger. Nachdem mehrere Pakete entfernt worden sind, wurden sie fündig. Hinter den Paketen hatte sich eine einzelne Person versteckt. Es handelte sich um einen 22 Jahre alten afghanischen Mann, der sich durch die Klopfzeichen bemerkbar gemacht hatte. Er wurde herausgeholt und erst dem BRK übergeben. Nachdem sich herausstellte, dass er keine gesundheitlichen Schäden davongetragen hatte, wurde er noch in der Nacht nach Österreich zurücküberstellt. Die Feuerwehrkräfte und die Bundespolizei durchsuchten den LKW mittels Wärmebildkamera, konnten aber feststellen, dass sich keine weiteren Personen mehr unter den Paketen befanden. Der türkische LKW-Fahrer wurde erst in Gewahrsam genommen, konnte aber glaubhaft versichern, dass er mit der Schleusung nichts zu tun hat. Er muss sich der Staatsanwaltschaft aber für weitere Befragungen zur Verfügung stellen.